Hallo Leute, Neues von Nola. Ja, nicht nur diese prächtige Aussicht hier auf die Rheinebene ist heute bei der Wanderung ein Highlight, sondern auch zum Beispiel das Friedensdenkmal. Aber lasst euch überraschen und kommt mit der kleinen Wanderung. Und unsere Wanderung geht hier an der Rethania-Hütte los. Und ja, ist auch ein schöner Parkplatz dabei. Und man kann auch in der Rethania-Hütte ja, einkehren und sich vor bzw. nach der Tour stärken. Und von unserem Stellplatz in Weiher zwischen den Weinbergen sind es nur wenige Gehminuten bis zur Rethania-Hütte. Also für Wanderherzen ist viel geboten hier. Unheimlich viele unterschiedliche Wanderwege. Und unser Ziel ist heute das Friedensdenkmal. Der Weg, auf dem wir momentan entlang laufen, das ist der Theresienweg. Ja, und auch gleich die Eckdaten zur heutigen Wanderung. Es sind roundabout 6 Kilometer, die wir unterwegs sein werden. Und so rund 475 Höhenmeter in Summe. Dabei werden wir so roundabout 2 Stunden unterwegs sein. Und ja, laut Karte sind wir viel im Wald unterwegs und vermutlich werden wir auch noch die Riedburg besuchen. Und hier geht es an der Riedburgbahn vorbei. Dann kann man schön hochfahren, Sessellift zur Riedburg. Und da oben kann man auch gut einkehren oder auch hier unten an der Riedburgbahn. Momentan ist leider viel Baustelle hier. Ist halt schon etwas abenteuerlicher hier. Ja, normalerweise geht es hier an den Breiteweg weiter. Aber da gibt es hier auch einen schmalen Weg zwischendurch zu der Waldgaststätte. Natürlich werden wir den schmalen Weg nehmen. Hier ist auch das Zeichen vom Blättersbergweg. Den will ich auch noch unbedingt machen. Der geht hier auch an der Riedburg vorbei und am einem Naturfreundehaus. Auch ein sehr schöner Weg. Den werde ich irgendwann mal demnächst machen. Und hier ist die nächste Möglichkeit zur Einkehr. Waldgasthaus zur Siegfriedsschmiede. Dann müssen wir lang, da geht es zum Friedensdenkmal. 1,2 Kilometer, hupp. Und schon wieder nass geschwitzt.
Und auch hier direkt am Friedensdenkmal gibt es eine Gaststätte. Eine fantastische Aussicht hier mal wieder. Ja, leicht ein bisschen diesig. Anscheinend gibt es heute auch noch ein bisschen Sahara-Staub. Hängt da noch etwas in der Luft. Aber trotzdem eine super klasse Aussicht. So, jetzt haben wir uns doch kurz entschlossen. Wir bleiben hier in der Waldgaststätte am Friedensdenkmal und essen jetzt echt gemütlich was. Und dann laufe ich nochmal ins Denkmal rum und mache noch ein paar schöne Drohnenaufnahmen. So, frisch gestärkt, gesättigt, geht's jetzt wieder weiter und Richtung Riedburgbahn. Laufen wir an einem schönen Panoramaweg entlang und haben eine grandiose Aussicht auf die Rheinebene. Wenn euch solche Touren gefallen und solche Wanderungen, vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu markieren, dann verpasst ihr auch nichts. Also für Besucher, die nur zur Riedburg hochholen, da gibt es 120 Parkplätze beim Wanderparkplatz. Schön, da geht es gleich wieder in den Wald rein. Also nicht so viel zu laufen hier auf der Landstraße. Also nie war ich immer wieder sowas von begeistert von der deutschen Organisation. Auch hier im Wald Kreisverkehr.
Ja. Leute, wir wollten eigentlich noch mit der Salva nach oben und einen Kaffee trinken. Aber ehrlich gesagt, das kann man knicken. Also, kleiner Tipp, kommt sehr, sehr früh am besten, dann wenn die Salva aufmacht, nach oben fährt. Ja, aufgrund der Menschenmassen hier sozusagen, haben wir uns entschieden, gehen wir jetzt noch einen Kaffee trinken. Beim Start und Ziel der heutigen Wanderung, da ist schon eine kleine Hütte und die hat offen und da trinken wir jetzt einen Kaffee, vielleicht auch ein, ja, ein Stück Kuchen. Mal schauen. Was mir gerade noch einfällt, ich glaube im Februar letzten Jahres war ich dort oben unterwegs und habe eine Wanderung gemacht, wo ein bisschen so düster und vernebelt war. Und im Turm da oben war auch auf der Redburg nur die Sesselbahn ist damals noch nicht gelaufen. Aber ich blende euch mal da oben ein, die Tour. Könnt ihr hier mal reinschauen. Ja Leute, kommen wir zum Fazit der heutigen Tour von der Rethania-Hütte zum Friedensdenkmal und wieder zurück vorbei an der Redburgbahn, die ich ja euch gerne gezeigt hätte. Jo, aber bei diesem genialen Wetter war ja heute echt die Hölle los. Aber das Highlight war natürlich zum einen das Friedensdenkmal oben. Da konnte ich auch wunderschöne Drohnenaufnahmen machen und diese herrliche Aussicht über die Rheinebene. Also wirklich genial. Das Essen da oben, by the way, war sehr lecker, hat gut geschmeckt. Und ja, die ganzen Wege waren spannend. Zum Teil schmale Wege wieder durch den Wald, so wie wir es ja, am liebsten mögen eigentlich auch. Ab und zu, was ein bisschen unschön war, dann die kurze Stücke über die Landstraße und über den asphaltierten Weg. Das war halt leider nicht so schön. Aber nichtsdestotrotz, die Tour können wir hier empfehlen. Was gut ist, also egal auf der ganzen Strecke, ich glaube, es gab 4-5 Möglichkeiten zum eher einkehren und essen oder trinken, wie jetzt auch hier am Start an der Rethania-Hütte. Ja, also wir können die Tour empfehlen und geht aber, wenn ihr die Redburgbahn fahren möchtet oder zur Redburg hochfahren möchtet, am besten ganz früh morgens, wenn es losgeht, weil ansonsten, also ich verstehe auch die Leute, bei dem schönen Wetter, wie da jeder raus, verstehe ich auch. Aber je früher, desto besser. Ja, das war's dann für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer freue ich mich über jeden Daumen und ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare eure Meinung dazu geben. Und bis zum nächsten Mal, euer Nola. Ciao, macht's gut.